Ja, hallo, hier ist wieder Klaus. Klaus spielt wieder ein Sudoku. Die Statistik momentan, wir sind bei 57 Spielen und der Durchschnitt 55. Ja, gestern habe ich mal im Durchschnitt gearbeitet mit dem 16er, mit dem 18er. Also Bestzeit war bisher 13 Minuten. Okay, werden wir mal sehen, dass wir weiterkommen. Und neues Spiel. Und Mittel und Spielen. Und wieder Werbung, weil der Programmierer muss ja auch was verdienen. Und ja. Also die 1 nur einmal vorhanden, das ist aber mager. Eine 1 nur. Zwei Zweien, zwei Dreien. Auch nur vier Vieren. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, auf welchem Level ich jetzt spiele. Zuletzt erinnere ich mich, dass ich das Level 17 hatte. Ob ich jetzt schon besser geworden bin, kaum anzunehmen, oder? Vielleicht auch durch die Übung Nummer 6. Da kann eine 6 hinkommen. Und kommen wir auch nicht weiter. Bei der 7. Bei der 7 auch nicht. Und bei der 8. Bei der 8, ja. Bei der 9. Was ist los hier? Tja. Nicht weiter hier. Nochmal kontrollieren, vielleicht habe ich mich irgendwo vertan, irgendwas übersehen.
Das passiert mir ja durchaus öfter. Ja, da haben wir doch was. So habe ich die 4 übersehen. Die 4 kommt doch dahin. Und wenn die 4 dahin kommt, dann kommt er auch an. Ja, Seite 5. Ja, bei der 6. Da kommt eine 6 hin. Da kommt eine 6 hin. Ja, das heißt, dass die 6, die 7 dahin muss. Nein, doch nicht. Habe ich mich vertan jetzt hier? Ja, ich bin im Traum. Bin im Schlafen. Hier träumen wir ein freies Feld dort, wo gar keins sein kann. Aber da kann eine 7 kommen. Und die ist nicht erträumt. Da kommt noch eine hin, die ist auch nicht erträumt. Also der zweite Durchgang hat sich jetzt schon gelohnt. Kann man sagen, der zweite Durchgang war schon ergiebig. Die 8 kommt dahin. Habe ich die vorhin übersehen oder? Die 8. Ja, also die 8 ist da und die 8 ist da. Dann muss also die 8 da oben sein. Da kommt also da eine 8 hin. Und eine 9.
Also nirgends dahin, das ist klar. Können wir noch einen Durchgang machen, ob sich das nochmal lohnt? Der dritte Durchgang. Ja, die Eins muss ja irgendwo sein, da. Da kommt die 9 hin da oben und was noch? Die 5. Okay, 2 geht nicht. Ja, 1 geht nicht. 2 geht auch nicht. Doch, jetzt geht 2. Da oben geht die 2. Geht die 2 doch. Ja, hat sich also auch der zweite durch der dritte Durchgang gelohnt. Der dritte Durchgang und dann kommt hier noch einer, da kommt auch eine 2 hin. Der dritte Durchgang brachte schon 2 Treffer. Was fehlt jetzt da oben noch? Fehlt eine 3. Da kommt dann eine 3 hin. Also, dann haben wir da unten auch eine 3. Gut. Dann war es in der 3, Moment, wo war da? Dann war die 3. Und da oben haben wir dann auch unten 3. Und da auch irgendwelche. Ja, kommen wir nicht weiter, 4. Und die 5. Tja. Also da muss eigentlich die 1 hin, weil die 5 und die 9 können ja dann nicht hin. Ja, wenn die 5 nicht hin, die 9 auch nicht, also ist das die 1. Damit haben wir also dann eine 1 und die 1 muss also in der Mitte sein, ist auch klar. Ja, klar nicht, aber das war schon vorher vermutet worden. Ja, gut. Man vermutet hier öfter etwas, aber das ist dann noch nicht kein gültiger Beweis dafür, dass es da hinkommt. Das ist dann nicht logisch zwingend. Und allein darum geht es. Was kommt da unten eigentlich hin? Da man nicht.
Eine 6. Da muss ja eine 6 hinkommen. Und tja. Gut. Bei der 7. Bei der 7. Und bei der 8. Das war mit der 7. Tja, kommen wir nicht weiter. Bei der 8. Bei der 8 hängen wir auch fest. Und bei der 9. Tja, ich glaube, ich würde mal die Strategie wechseln und jetzt auf die Füllstrategie umschwenken. Füllen heißt also, die Blöcke, die Zeilen und die Spalten sehen, dass man die voll machen kann. Dazu gehe ich erstmal dahin, wo schon die meisten sind. Und dann sehe ich, dass da habe ich noch 2 und 5, 2 und 9 Felder. Ne, 5 und 9. Kann ich aber nichts machen. Da fehlt also die 5 und die 9. Und was fehlt hier? Da fehlt die 1 und die 9. 1 und 9 fehlen da. Da kommen 1 und 9 hin. Na gut. Der 5 und 9, der 1 und 9. Und was kommt denn da hier noch hin? Also eine 5 kann der da nicht sein. Da muss die 1 sein, klar. Oder den 9. Da die 9 ja dahin muss, die 9 zum Beispiel, steht ja da, da muss das die 9 sein. Wenn das die 9 ist, das die 1. Gut. Jetzt haben wir also 2 Neuner. Ja. Das heißt auch, dass da eine 9 hinkommt. So habe ich die bisher übersehen.
Damit habe ich den da oben auch erinnern. Ja, gut. Das heißt, was kommt hier noch hin? Ja, zu viel. Die 5 zum Beispiel. Die fünf muss hier unten sein. Und was noch? Da kommt die 5 nicht hin und da kann sie hin. Da kann sie auch nicht hin. Das heißt, die 5 muss da sein. Weil die 5 kann da oben nicht sein. Da kann die 5 nicht sein. Also muss die 5 da unten sein. Und da eine 5 sein muss, muss die 5 da sein. Gut. Und was fehlt uns jetzt noch da unten? Was fehlt da? Was kommt da rein? Die 1. Da haben wir keine 1, da kommt eine 1 hin. Gut. Dann fehlt uns da noch was. 2, 3, 2, 3, 4 fehlt. Zwei, drei, vier. Aber in welcher Reihenfolge? Also drei scheint ja hier ganz schlecht zu sein. Da haben wir also schon eine 6. Da kommen die 2 hin. Also muss die 2 da hin. Und was fehlt uns noch? Da fehlt uns nur die 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, die 8 und 9, 1, 8, 9. 1, 8, 9. Und hier jetzt sind die Zeile. Da fehlt uns die 1, 2, 3, 4, die 5 fehlt uns. 1, 5, die 6, die 8 und die 9. Die 9 fehlt auch, die 9 muss also da sein. Das heißt also, die 9 muss also da sein oder da. Da kann die 6 nicht sein. Da kommt eine 16. Sehe ich gerade. Tja, was kommt hier hin? Da sind drei Stück frei, da kommt was hin. Da kommt die 1 hin. 1, 2, 3, 4, 1, da kommt die 5 hin. 1, 5, 1, 5, 8. 1, 5, 8. Eins, fünf, acht, da haben wir die 8 und die 5, also muss das die 1 sein. 1, 5, 8. Und wenn das 1, 5, 8 ist, dann haben wir auf der anderen Seite, haben wir auf der anderen Seite 6, 6, 7, 9, 6, 7, 9. Und da wir da in dieser Zeile schon 6 und 9 haben, kann da ja nur diese hinkommen. Ja. Und dann kommt da auch eine 7 hin. Und was fehlt jetzt hier dann noch? Ja, dann auf der anderen Reihe. Da fehlt jetzt noch die 1, 2. 1, 2. Da fehlt jetzt die 5.
Also die 5 kommt hier hin, ist klar. 5 und die 9 kommt da auch hin. Nein, die 9 kommt da nicht hin. Die haben wir ja schon. Da fehlt die 1, 2, 3, 4, da fehlt die 5, 6, 7 und die 8. 1 und 8. 1 und 8 kommen also dahin und da drüben kommen. Ja, 1 und 8 habe ich auch nicht. 5 und 8. 5 und 8. 5 und 8. Und dann kommt da drüben ein 2, 3, 4, 5, 6 kommt da drüben irgendwo hin. 6 und 8. 6 und 6 und 9. 6 und 9. Genau, 6 und 9 kommt da drüben hin. Und dann kommt er hier in der Zelle. Also, was haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 6 und 9. Ja, kommen wir nicht weiter. Mal den machen. Strategie wechseln. Tja, das heißt also, die Eins ist oben und das heißt die Eins ist in der Mitte. Tja. Ja. Der Durchgang scheint nicht ergiebig zu sein. Doch. Doch, doch, doch. Da kommt eine 6 hin. Da kommt eine 6 hin. Und da kommt da auch eine 6 hin. Das heißt, die 6 haben wir alle. Die 6 haben wir alle. Ja. Die 6 haben wir also. Bei den Siebenen. Bei den Siebenen sieht
Das eng aus. Bei den Nachtern. Tja, nichts zu machen. Da fehlt eine Zahl hier. Was kommt da hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da fehlt die 9. Da kommt die 9 hin. Also bei der 8 waren wir gerade. Bei der 8. Da fehlt jetzt ein Feld. Das ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muss das die 8 sein? Nein, die 8. Muss das auch eine 9 sein? Das muss auch eine 9 sein. Nee. Doch, das ist auch eine 9. Ja, die Mittelreihe füllt sich schon langsam. Der mittlere Block, der fing jetzt nur zwei Stück. Was war das? 5 und 9 oder so, ne? Oder 5 und 8. 5 und 8, glaube ich. 8 haben wir hier. Da waren wir gerade. Ja, für die 8 haben wir zwei Fälle. Zwei Felder und für die 1. 1 und 8 kommen also dahin. Ja, was tun? Eins und 8. Neun hatten zum Schluss. Dann fehlen uns also. Jetzt kommt da eine Neun hin. Jetzt kommt da eine Neun hin. Na gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Das hätte ich nämlich jetzt übersehen. Da kommt da eine Neun hin. Haben wir jetzt alle? Jetzt haben wir alle Neuner. Was kommt jetzt sein? Eine 5 oder wie, ne? Da kommt jetzt die 5 hin. Und dann kommt da oben auch eine 5 hin. Tja. Da kommt ja auch eine 5 hin und also nochmal von vorne. 1. Bringt uns nicht weiter. Eins, zwei. Drei. Ja, die drei. Das heißt also hier haben wir drei Felder frei. Da muss also die 1 hin und da muss die
die 3, 1, 3 und die 5. Eins, drei und fünf, oder? Denn die fünf kann überall sein. Und die drei? Die drei kann nur oben sein. Und die fünf? Ja, man kann die Wahl sein. ja, gut. Nein, die 5 kann nicht überall sein. Die 5 muss am Rand sein. Tja, gut. Wollen wir bei der 4? Bei der 4? Bei der 5? Bei der 7, ja, da links oben und rechts oben, da sind so leere Flächen, da komme ich nicht so richtig weiter. Und die 8. Tja. Und die 9 haben wir. Tja, gut. Das heißt also jetzt Feldarbeit oder wie? Da oben fehlen drei Zahlen in der Zeile. Die 1 für die 1 fehlt. Die 2. 1, 2, 3, 1 und 4 fehlen. Und was noch? 1 und 4. 1 und 4. Eins, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, vier, sieben fehlen. Also da kann keine sieben hin. Eins, vier, sieben. Dachte ich, ne? Eins, vier, sieben. Eins, vier, sieben, ja. Das heißt also. Eins kann die 3, muss eine 4 hinkommen. Weil die 1 und 7 schon in der Spalte sind, die 1 und 7. Jetzt haben wir also noch 1 und 7. Aber das bringt uns nicht weiter. Da kommt noch eine 4 hin. Und dann haben wir da auch eine 4. Jetzt haben wir die 4 alle voll. Gut, und dann fehlen da unten noch 2, 3. Zwei und drei fehlen da unten noch. 2 und 3.
Tja. Also. Was kommt da hin? Also die 1, 2 nicht, die 3 nicht, die 4 nicht, die 5. Da haben wir nur zwei Stück. Was fehlt da? Da fehlt die 1 und die 8. Und was fehlt da oben? Da fehlt die 1 und die. Und die 7, ne? 1 und 7. 1 und 7. Ja, genau. Das heißt, da muss die 1 dahin sein. Und da haben wir die 7. Gut. Das bedeutet also, dass wir da auch nicht setzen können. Das heißt, die 7 haben wir alle zu. Ja, was fehlt jetzt in der Reihe noch da in der Spalte? 1, 2. Da fehlt eine 3. Da fehlt eine 3. Und da kommt eine 3 hin. Da kommt eine 3 hin. Und haben wir sie jetzt alle? Ne. Da fehlen immer noch ein paar. Da fehlen immer noch ein paar. Wie sieht mit der 1 aus? Keine Lage der Verbesserung. Sieht so aus. 1 leistet hartnäckigen Widerstand, oder? Die können wir da oben reinsetzen. Da haben wir jetzt ein 1 und da wollen wir ein 1. Und dann haben wir da ein 1. Und da haben wir auch ein 1. Jetzt haben wir die 1 sogar komplett zu. Ja, der Widerstand ist gebrochen. Was fehlt jetzt hier noch? 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da fehlt die 8. Da kommt die 8 hin. Und dann können wir da auch eine 8 hin machen. Und da kommt eine 8 hin. Und dann kommt da auch eine hin. Hurra, hurra. Es löst sich jetzt auf. Es löst sich jetzt auf. Da kommt was hin. Da haben wir 1. Da müssen die 2 hin. Da muss die 2 hin. Und dann haben wir dann 2. Und dann haben wir da eine 2. Was fehlt jetzt hier noch? 1, 2, 3, 4, da fehlt die 5. Da fehlt die 5. Da muss die 5 da hinkommen.
Ja, zwei Stück noch, die kriegen wir andere raus, ein, zwei, da kommt der Dieter rein. Dann Dieter rein und da kommt noch ein Dieter rein. Hurra, wir haben sie alle raus und wir haben jetzt welche Zeit? 50 Minuten. Aber dafür war das ein bisschen schwerer wie gestern. Okay.